Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und ich bin traurig, es hat wieder eine Woche gedauert, bis ich dazu kam, dieses Video aufzunehmen, aber dafür habe ich heute ein ziemlich cooles Thema und zwar gucken wir heute uns die 10 krassesten Rekorde aller Zeiten an und ich bin auf jeden Fall ziemlich krass überrascht gewesen, als ich die Rekorde gerade rausgesucht habe und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Am 16. Januar 2009 gelang es Jane Hultgren, ein mit 5 Personen beladenes Motorrad mit insgesamt 399 Kilogramm mit Haken an seinem Körper zu ziehen. Und ihr könnt gleich mal raten, wo die Haken befestigt waren. Richtig an seinen Tränensäcken. Das heißt, die waren hier festgemacht und er zog sozusagen ein 400 Kilo schwieriges Motorrad mit 5 Menschen beladen zu sich hin. Und das ist mal so krank, ey, da hätte ich Angst, dass mir die Haut rausgerissen wird. Auf jeden Fall hat er auf jeden Fall was erreicht in seinem Leben. Kommen wir, glaube ich, zum dümmsten Rekord heute und zwar ist das größte und schwerste Taschenmesser. 3,90 Meter groß und ganze 122 Kilo schwer. Ist ein Taschenmesser nicht dazu da, dass man es mitnehmen kann und unterwegs gebrauchen kann? Aber wenn das nur knappe 4 Meter groß ist, denke ich, passt das in keine Tasche mehr rein, leider. Habe ich gerade gesagt, wir haben den dümmsten Rekord durch? Nein, das stimmt denn doch nicht, denn Anita Schwarz hat es 2008 geschafft, 19 biergefüllte Gläser über eine Strecke von 40 Meter zu schleppen. Und dabei hat sie es geschafft, weniger als 10% des Inhalts zu vergießen. Da würde ich sagen, starke Leistung an Anita Schwarz. Aber jetzt frage ich mich, wie kommt man darauf? Starke Leistung würde ich auf jeden Fall sagen. Wer es braucht, keine Ahnung, aber starke Leistung. Zum Glück habe ich gerade keinen Hunger, denn der nächste Rekord hat was mit Essen zu tun. Und zwar wurde 2005 in Portugal ein über 1,2 Kilometer langes Brot gebacken. Da haben über 100 Bäcker in Portugal 60 Stunden lang den Teig vorbereitet, um dieses Riesenbrot backen zu können. Und 1,2 Kilometer lang, ey, da wenn man das irgendwie in so eine Hungersgegend schickt, die können da, keine Ahnung, 2-3 Monate von leben, weil 1,2 Kilometer müsst ihr euch mal vorstellen, Alter. Oh Gott, ich glaube, ich müsste mir selbst mal so einen Rekord angucken. Das ist bestimmt ziemlich cool, wie das, Ja, die Amis, wir kennen sie ja, sie sind manchmal ein bisschen verrückt im Kopf. So schaffte es Ashrington Furman 2008 in 60 Sekunden, also in einer Minute, 80 Eier mit seinem Kopf zu zerbrechen. Gut, das muss erstens wehgetan haben und zweitens, was ist denn das für eine Geschwindigkeit? Die ganze Zeit zack, 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 zack. Also auf jeden Fall denke ich nicht so leicht und er trägt sozusagen noch einen zweiten Rekord und zwar ist der Rekordmeister schlechthin, denn er trägt über 164 Rekorde, die er neu aufgestellt oder sogar gebrochen hat. Ja, ich setze mich auch bald einen Rekord, denke ich mal. Also Leute, schreibt in die Kommentare, welchen Rekord ich brechen soll. Ja, so langsam wird es bei uns draußen ja auch wieder kälter, deswegen könnte der Rekord euch vielleicht sogar weiterhelfen. Vielleicht könnt ihr ihn ja brechen, denn der Belgier Don van Dijk schafft es 2008, ganze 227 T-Shirts gleichzeitig anzuziehen. Mir ist schon bei 2-3 T-Shirts übereinander ziemlich warm, aber 227, der Typ sah einfach aus wie eine Kugel. Alter, wie so ein überdimensionaler Fußball, denke ich mal. Ach Gott, was mache ich hier eigentlich überhaupt? Den nächsten Rekord allerdings finde ich wieder ziemlich cool und zwar schafft es die School of Business, auch ein cooler Name übrigens, zu ihrem 15-jährigen Bestehen einen Rekord aufzustellen und zwar schafften sie es 1911 Mentos-Soda-Fontänen, das heißt also wenn du Mentos in Cola packst, dann kommen ja so eine Fontäne. Auf jeden Fall schafften sie es 1911 solcher Fontänen gleichzeitig ablaufen zu lassen. Und ihr seht ja hier die Bilder immer nebenbei und das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und das ist wirklich, war bestimmt ein cooles Jubiläum. Also ich will aber nicht der sein, der das sauber macht letztendlich. Ja, langsam merke ich, dass irgendwie jeder Rekord einfach 2008 aufgestellt wurde, Alter. Und zwar der nächste Rekord wird getragen von Sarwan Singh. Ich glaube, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall trägt er den Rekord für den längsten Bart und wenn man den durchgekämmt und geglättet hat, beträgt seine Bartlänge ungefähr 233 cm. Sprich 2,30 Meter, das ist richtig viel, Alter. Ihr seht da das Bild und staunt einfach selber, wer es braucht, ich weiß es nicht. Aber das muss doch scheiße sein, der kann ja den Bart immer so nehmen und als Schal umwickeln, weil den kriegt er anders nicht getragen, sonst stolpert er nachher noch über seinen Bart beim Rennen oder so. Um einen Rekord aus dem Jahr 2007 und zwar schafft es Jin Lin Lin, ja, die Chinesen heißen irgendwie richtig komisch, aber egal. Auf jeden Fall schaffte sie es in Peking, insgesamt 105 Hula-Hoop-Reifen gleichzeitig, um ihren Körper schwingen zu lassen. Ich schaffe es nicht mit einem einzigen, deswegen
bin ich auf jeden Fall neidisch auf diesen Rekord, aber das muss aussehen einfach. 105 Reifen, das muss übelst so ein krasses Gefühl sein. Ich glaube, ich lerne das jetzt auch. Also Leute, wenn mal eine Woche kein Video kommt, wisst ihr, was ich mache? Ich lerne Hula Hoop, um diesen Rekord zu brechen. Kommen wir nun zum letzten Rekord und den trägt Sultan Kosen und er ist der größte Mensch der Welt und ist über 247 cm groß. Immerhin größer als der Bart, den wir gerade hatten, aber leider ist es eine Krankheit, sprich er hat nicht alle motorischen Fähigkeiten, er kann nicht so gut Sport machen und alles, er läuft mit Krücken, deswegen ist das vielleicht ein hoher Preis für diesen Rekord, aber immerhin ist er der größte Mensch der Welt. So, das Video ist auch leider wieder schon zu Ende, es ist gerade 16 Uhr und ich glaube, ich habe wieder einen Rekord gebrochen und zwar ist es jetzt draußen schon dunkel um 16 Uhr, das ist doch komisch. Ihr seht es an der Beleuchtung, dass ich schon Zusatzlicht brauche, um das ganze Video auszulichten. Wenn euch die Rekorde gefallen haben, dann lasst doch eine positive Wertung da. Ich kann mir noch ein paar Rekorde natürlich raussuchen, die einfach cool zu kennen sind. Das heißt, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch eine positive Wertung da und schreibt in die Kommentare, was ihr noch so für kranke Rekorde kennt. Ich würde auf jeden Fall sagen, schaut auf dem Kanal vorbei, da gibt es noch weitere coole Fakten und Gaming-Videos. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin raus und bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.